Sport selber ist für mich sehr hochstehend. Es ist auch recht ein wichtiger Inhalt zu, wie ich bin, in Beziehung zum Landhockey. Gewisse Sachen machen mich auch aus, dass ich den Sport mache. Ich spiele so seit 21 Jahren. Mein Vater hat früher gespielt und ich war auch immer dort schon dabei, gewesen, sobald ich konnte. Und so für das eine zum anderen habe ich angefangen, dort zu spielen, als kleiner Bub mit 5. Und für mich ist das eine grosse Familie einerseits und es ist schon schwierig, dort wieder rauszukommen, wenn du mal geschnuppert hast. Seit dem Sommer mache ich offiziell Trainer und Coach und Spieler vom Herren Eis Team. Ich habe natürlich viel Unterstützung vom Team selber, durch auch meine Brüder und durch einen anderen Kollegen. Wir sind das vierte so in einem Gremium, wo das Team eigentlich auf den Weg bringt, wo wir noch später sehr viel davon rausholen können. Schlussendlich bin ich einfach der, der die Verantwortung übernimmt für das, was wir machen. Aber arbeiten wir eigentlich alle miteinander und versuchen so, das Team in die richtige Richtung zu bringen. Natürlich gibt es auch aggressive Zweikämpfe oder halt irgendwie ein Tackle oder so, wo da halt auch schmerzhaft sein kann. Ich finde es cool, wenn es ein bisschen zur Sache geht, weil man muss auch einstecken können. Das ist sehr wichtig. Dass man halt jetzt, wenn man mal einen Ellbogen bekommt oder so, dass man den ablöst und weitermacht. Weil so ist es ja auch eigentlich sonst. Im Job funktioniert auch nicht alles von Anfang an. Und das ist wichtig, dass man dann da weitermachen kann. Ich bin schon stolz, wenn ich sehe, wie sich die Jungen entwickelt haben. Also wir haben rechte Fortschritte gemacht jetzt in den 2-3 Monaten, die wir hatten. Und ich freue mich schon auf diese Saison, weil wir haben das Hallenmasters daheim und ich denke, wir werden dort auch eine grosse Rolle spielen im Finalturnier dann. Ich habe die Möglichkeit, meine Zeit so zu planen bei den Philips, dass ich wirklich mehr Zeit nehmen kann für die Trainingsvorbereitung oder die Trainings selber. Es gibt Termine, da muss ich mich daran halten. Das gibt es etwa, der Job ist wichtig. Aber grundsätzlich kann ich wirklich sagen, Dienstag, Donnerstag, das sind meine Zeiten, wo ich ins Training gehe und die kann ich mir auch so einplanen, dass ich das erreichen kann. Es ist sicher sehr hilfreich, wenn ich schon jetzt mit meinen, sag jetzt mal, jungen Jahren so Erfahrungen kann sammeln kann, wie kann man ein Team führen. Und ich denke, das kann ich auch sehr gut dann widerspiegeln in der Arbeitswelt, wenn ich dann da wirklich mal so eine Position bekomme.